Hallo YouTube, moin moin Community, hallo Freunde, willkommen auf Smarty Let's Play. Ich bin der Smarty, weiteres Dying Light 2 Video, welche Überraschung, das Spiel lässt mich nicht los. Ich bin mit der Story durch, aber ich muss natürlich jetzt nochmal Abschlusstests machen. Story, Smarty, zu Ende. Als erstes natürlich looten. Eure Kommentare, wir finden keine Waffen. Ich bin losgezogen, direkt gestern Nacht, lange Session gemacht. Und ich bin ein bisschen böse, denn was ich euch zeige, habe ich schon mal präsentiert. Wir nehmen uns hier gerade den Kleinen vor, wobei ich gleich eine Menge zu meckern habe. Aber während ich uns hier den Kleinen mir gerade so in viele Stückchen schneibe, was habe ich denn heute für einen Ton drauf, dann zeige ich euch den ersten Erfolg. Live heute Nacht, schaut hier. Enzo Katana, Level 9, Artefakt Langschwert. Es gab aber noch viel mehr in 2 Nächten. Mein Gott, was ich alles gelootet habe. Was ihr alles gleich sehen werdet. Hier nochmal ein kurzer zweiter Beweis. Natürlich nicht nur alles Artefakt, aber Level 9. Scharfrichter bei Lilla. Nehme ich auch noch gerne mit nach Hause. Alle Infos, Spot, Details jetzt im Video. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, dann stehen wir doch mal langsam auf und gehen an die Arbeit. So, ich zeige euch als erstes mal den Spot, wo ich gerade bin. Und zwar sind wir in Old Venador. Da habe ich euch schon mal ein Video präsentiert. Damals konnte ich aber nicht den Beweis antreten, dass die goldenen Events wirklich guten Loot droppen. Das Problem war, ich hatte die Story noch nicht durch. Also Voraussetzung, ihr müsst natürlich die Story zu Ende haben, damit ihr hier sogenannte goldene, legendäre Events farmen könnt. Was macht ihr? Ihr rennt eigentlich im Kreis und wartet auf solche orangen-gelben Zeichen. Und da sind wir mal, ich gehe mal in Schnellvorspulen und direkt beim Meckern. Mein lieber Herr Gesangsverein, hätte der Vater früher gesagt. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin mit dem Endgame durch. Leute, ich habe hier eine Level 9 Komplett-Jägerrüstung. Plus 75% Schaden auf meinen Bogen. Level 9 Artefaktbogen mit einem Basisschaden von 350. Und ihr seht Brandpfeile. Nach über 50 Pfeilen war das Viech immer noch nicht tot. Liebes Techland, ist es in Ordnung, dass das man im Endgame irgendwo die Schwierigkeit anzieht? Aber doch von 1 auf 10 auf 100, nicht von 1 auf 10 auf 10.000. Bist du denn des Deppert? Ist doch wirklich what the holy... Also es... Schaut, das ist dreifache Geschwindigkeit. Aber der Beweis, es lohnt sich auf jeden Fall. Denn den zeige ich auch hier wieder. Denn was habe ich hier rausgezogen? Ein Sandsturmkit Level 9. Also es gibt hier nicht nur Waffen, es gibt auch Rüstungsteile direkt mal als Beweis. Und es gibt natürlich auch wieder den guten Technetumor. Schaut mal bitte dort. Eat veggies, don't be like zombies. Okay, really, really nice, made my day. Aber ihr rennt im Kreis. Was? Warum rennt ihr im Kreis an diesem Spot? Ihr wollt durch das Kreisrennen an verschiedenen Enden des Spots neue Gegner triggern und farmen. Hier haben wir wieder einen dicken. Und ganz ehrlich, irgendwann mit der Zeit war ich froh, dass ich die dabei habe. Die hat mir das Leben doch deutlich erleichtert, weil ich muss meckern. Es ist einfach, selbst ich habe es auf leicht, auf neu. Oh, Irokesenhammer, Level 9, Irokesenhammer. Es ist natürlich auch schön, wenn man hier im Kreis rennt. Übrigens, wenn ihr hier im Kreis rennt und ihr findet keine Gegner, dann müsst ihr sterben. Am besten macht ihr das jetzt genau, wie ihr es gleich im Video seht. Ihr seid eigentlich immer Instant Death und ihr spawnt damit neue Gegner. Dieses Sterben triggert den Spot neu. Neue Gegner erscheinen, ihr rennt wieder im Kreis und schaut nach, ob es neue Spawns und neue Gegner gibt. Und wenn ihr sie findet, wenn sie blau sind, naja, ab und zu hat es gebracht, dass ich mich auch umgebracht habe und die blauen Events waren weg. Wenn sie gold, wie hier wieder der Fall sind, natürlich direkt hin und den Gegner machen. Ich habe durch die Bank nur Level 9 Waffen und Ausrüstung gezogen und eigentlich auch fast jedes zweite oder dritte Mal eine Artefaktwaffe. Aber ich spiele hier auch nochmal, ich wiederhole mich, Level 9 Rüstungsset Jäger komplett. Bonusschaden 75%. Natürlich Level 9 Bogen und das Viech geht nicht kaputt. Das ist schon immens. Jetzt verstehe ich auch mal, muss mich entschuldigen, als ich euch die Sachen gezeigt habe, auch fürs Endgame mit den Bögen. Was denn da los ist, dass ihr da 4, 5, 6 Schüsse braucht und hier bei den Minibossen
Ja, also wirklich unfassbar. Ich habe aber auch nochmal ein Raufbolz-Set ausprobiert, also mit einem hohen Schadensschutz und habe auch ein, zwei Boosts genommen. Da ging es dann schon ganz angenehm, aber die Lebenspunkte, die die Viecher haben, sind schon enorm. Muss man mal ganz deutlich sagen. Ansonsten gibt es noch Details zu dem Spot, die ich jetzt hier vergessen haben sollte. Wir brauchen ja gar nicht so lang ein Video machen. Nein, ich denke, ich habe alles Wichtige gesagt. Deshalb Video fertig. Alles Liebe, alles Gute. Ich bin raus. Euer Smarty sagt tschö, tschö.